Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge. Wir sind bei Goodbye Deponia und wir haben es geschafft. Cletus liegt hier drin bewusstlos. Ja, weil er zu blöd zum Busfenster rauszuwinken ist und gestolpert ist. Aber das macht ja nichts. Da können wir jetzt hier raus, der immer noch da hinten. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, ist es möglich. Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Oh. Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Ja, so siehst du die ganze Zeit schon aus. Huch, na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Der Taschendieb. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Ja, was auch immer. Aber hier gibt's ja jetzt nichts zu tun für uns, ne? Keine Zeit. Jetzt zählt jede Sekunde. Hey, Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch. Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oso? Naja. Wir dachten... Oh, das ist und echt ich dachte, fiese. Ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst, es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne? Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Wo ist er hin? Vorwärts, aber Dalli! Jetzt auch noch Donner und alles? Den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen? Was? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Gol, weg hier. Holz an der Ragu! Nein. Nein. Hey, halt! Stehen geblieben! Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Holz an der Ragu! Nicht doch. Das ist eine Verwechslung. Cool, was machst du denn hier? Oh. Hey, komm zurück!
Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen. Was für ein Durcheinander. 5 Türen, 2 Treppen und 5 Leute, die sich gegenseitig über den Flur jagen. Wie kann Rufus in diesem Wirrwarr nur dafür sorgen, dass sich Cletus und Donna auf dem Gang begegnen? Nur wenn er herausfindet, wie die Ausgänge zusammenhängen und nach welchem Prinzip sich die einzelnen Charaktere für eine Tür entscheiden, kann er das Chaos beherrschen. Na schöne, das ist schlecht. Wir müssen Cletus loswerden. Bisschen Arbeit. Aber Goal! Bleib doch mal stehen! Jetzt müsste doch Donna... Was? Wo ist denn ihre Verlobte jetzt schon wieder? Das wüsste ich auch gern. Hast du Cletus schon ausgeschaltet? Bin dabei. So, und jetzt müsste doch hier Donna ankommen und Cletus raus. Hab ich dich! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchel den Heuchler! Genau. Aber meine Dame! Ist ausgeschaltet. Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, du musst die falsche Tür erwischt haben. Recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Reise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Na, oh, jetzt versau's nicht. Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut. Schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das macht er gar nicht so schlecht. Oh wei, oh wei. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus, so will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach, gemangelt und blankpoliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt, wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Deponia. Ein Fest der. Teil 3. Acht der 2. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Bozo. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt.
Rufus. Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen. Was die von uns denkt, ne? Aber ein was verstehe ich gerade nicht so richtig. Die sind im Streit auseinandergegangen. Okay, ja, ist so, ne? Wir wissen alle, wie Rufus ist. Aber ehrlich gesagt, ist es halt trotzdem nicht die feine englische Art, ne? Ihm jetzt irgendwie einfach bloß loswerden zu wollen. Ist schon nicht so die beste Variante. Aber eigentlich müsste er sich doch jetzt einkriegen und nicht die anderen zwei. Weil die anderen zwei sind ihm doch nicht böse oder sowas in der Richtung. Sondern er ist ja den beiden böse. Das finde ich gerade nicht ganz so stimmig. Aber der Rest, ja, ist klar. Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Hoffentlich schnarcht sie nicht. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, den Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen. Du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post. Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Matthias, kannst du erklären, warum du so einen Dialog jetzt geschrieben hast dafür? Gibt's da einen Grund oder so? Na, hoffentlich schnarcht sie nicht. Klimaschacht. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Mhm. Wohin genau? Nee, zugeschraubt. Frag doch mal die gute Edna. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Cool. Ja, aber frag doch einfach mal Edna, wie du das hier aufkriegst, ne? Die erzählt ja dann was von Fußnägeln, die du dir selber abknuspern kannst. Und dann kannst du das einfach aufschrauben. Hab ich jetzt mal nicht so. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Danke, Larinia. Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. So, kann man den vielleicht Gold geben? Willst du einen Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau, schlafen. Guten Abend, Larinia. Aber leider machen wir schon nach der Folge Schluss für heute. Guck mal da, ein Vögelchen. Knopf. Was sich wohl hinter diesem Knopf verbirgt? Aber erstmal machen wir diesen Schrank. Trage ich heute mal Perlweiß oder lieber Schneeweiß? Also wirklich,
Für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt 3 Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären, also 1,2 Bosos. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Ja, Bula, danke. Dann, also, dass du wieder vorbeigeschaut hast, ne? Dann wünsche ich dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut und komm gut ins Wochenende rein. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Doch, ich hab was dagegen. Zu Ihren Dienst. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Gut, mache ich. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Oddly specific. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein. Also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Ja, wird ja auch Zeit, ne? Dann bleibe ich wohl mal lieber in der Kabine, was? Fabelhafte Idee. Gut. Aber wenn wir doch hier diesen Brieföffner haben, kriegen wir doch bestimmt diesen Schacht hier auf. Das könnte funktionieren. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Wohin genau? Aber sollten wir nicht eigentlich irgendein Bett vorbereiten? Ja, okay, alles klar. Schuhe. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Hast du das gehört, Lavinia? War ja nur. Junge, das wird der Hammer. Ich würde jetzt aber mal hier reingucken wollen, oder? Aua! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Sind das hier Laser oder so? Wow, was ist das alles für Zeug? Irgendwie Dance-Party. Wow, was ist das alles für Zeug? Hinten. Wow, was ist das alles für Zeug? Wow, was ist das alles für Zeug? Das
irgendwie noch was anderes? Oh, hier. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Da wirst du dann aber nicht satt. Also ich kenne auch manche Fußmatten, da kannst du wirklich von essen. Da brauchst du dann aber auch kein Mittag- und Abendessen mehr. Gut. Da gibt's also nicht mehr viel, ja? Okay. Mal zurück. Ne? So. Und hier. So ist es also wahr. Sie haben... Jetzt sind es... Mokassins. Oh, das sind einfach so Dinger. So ist es also wahr. Sie haben... Perfekt. Es geht doch nichts über atmungsaktives Schuhwerk. So ist es also wahr. Sie haben... So ist es also, sie... Jetzt sind es... Mokassins. Gut, dann mache ich vielleicht nochmal die Schublade auf. Kann ich die Schuhe jetzt hier wieder reinstecken? In die Schublade? Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Das ist genauso viel wie immer. Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind doch nur die Schuhe. Ach, warte mal, dann machen wir den Bettknopf nochmal nach oben. Ich habe aber das Gefühl, dass das Bett irgendwie ein bisschen dicker oder breiter ist als die Wand hier. Aber naja, gut, könnte auch Perspektive sein. Ich würde jetzt nochmal, hier. Ich will noch nicht ins Bett gehen. Ich will mir nochmal angucken, ob wir nicht diesen Beamten hier ein wenig trollen können. Ja. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Trage ich heute mal Perl. Also wir könnten ja glatt 3, was etwa. Also ein. Wir können keine Leute mit einem Brief irgendwie vertüdeln, oder? Werden Sie sich das hat er versteckt. Wie sollte denn. Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie nichts dagegen. Okay, ich dachte jetzt eventuell, dass wir dann hier das ausfahren und dann wird er davon am Kopf getroffen oder sowas. Einfach nochmal ausprobieren. Weil irgendwas muss das doch damit zu tun haben. Werden Sie uns. Denken Sie. Nein, also. Ach, der. Ach, das war versteckt. Wie sollte der auf hier rein. Entschuldigen Sie, wenn Sie nichts dagegen. Okay, dann eben nicht. Gut, dann gehen wir mal kurz zu Goal. Quatschen mal mit ihr, dass das Bett soweit fertig ist. Aber ich will noch nicht ins Bett gehen. Nicht, dass wir dann irgendeine Cutscene haben und sowas. Das wäre dann, glaube ich, du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Ja gut, ist ja. Na gut, dann
werden wir wohl erst in der nächsten Folge dann so richtig sehen, was hier passiert. Danke, ich hab noch. Alles klar. Kann ich... Oh. Ach, das tut nicht nötig. Wir finden schon was anderes, was uns wach hält. Alles klar. Gut. Wenn der das sieht, dann hier sieht, dass das offen ist, geht er dann vielleicht rein und wir sperren ihn ein. Frage für einen Freund. Werden Sie sehen? Nein. Na? Aha, da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie, wenn Sie nichts... Hm. Gut, ja, okay, dann werden wir wohl erstmal ins Bett gehen. Ja, aber wie schon gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge, sprich dann auch im nächsten Stream. Das machen wir heute nicht mehr. Nicht, dass wir jetzt noch irgendwas anstoßen, was dann ja, einfach wieder eine viel zu lange Folge werden lässt und sowas. Ne? Wir sind jetzt auch schon wieder bei 26 Minuten. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und Cheerio.